Österreich, genauer in Vorarlberg. Neben mir ist die Martina von Montafon Tourismus. Wo sind wir denn jetzt genau? Ja, grüß dich Barbara, schön, dass du bei uns bist. Danke. Wir sind jetzt im Montafon. Das Montafon ist ein Alpental ganz im Süden von Vorarlberg, also gerade auf der anderen Seite vom Bodensee. Und wir befinden uns in der Gemeinde Silbertal. Das ist ein kleiner Ort in einem Seitental vom Montafon. Mhm. Und wir stehen jetzt mitten in der Freilichtbühne der Montafoner Sagenfestspiele. Das ist eine der größten in Europa mit 20.000 Quadratmetern von Laiendarstellern aufgeführt. Und das ist ganz was Besonderes. Und wer denkt, dass es auf dem Bartholomäberg im Montafon nur Kühe gibt, der erlebt eine Überraschung. Ich bin auf dem Bartholomäberg und dort leben die Lamas von Horst. Was machst du denn mit diesen? Ich mache mit netten Gästen, wie du eine bist, sehr viele Touren, Trekkingtouren mit Montafon Tourismus oder auch privat. Und wir machen das nicht nur rein touristisch, sondern wir machen das mit Herzblut. Am liebsten werden wir gleich mit den süßen Tieren losgezogen, zum Beispiel an den Fritzensee. Ja, wir sind jetzt hier mitten in den Bergen am Bartholomäberg. Wir sind hier beim Fritzensee, ein kleiner Bergsee, mitten in einem wunderschönen Wandergebiet. Wenige Minuten von uns entfernt ist das historische Bergwerk. Das ist das einzige Schaubergwerk in Vorarlberg, das man wirklich noch besichtigen kann, wo man in den Stollen rein kann. Und das Besondere hier auf diesem Fleck, das ist auf der anderen Seite, das sind die drei Türme. Der Silberpfad ist nicht nur ein Wanderweg, sondern auch ein Sagenweg. Da sind wir unterwegs mit Hertha Glück. Neben mir steht Roland Natter, Wanderführer, Landschaftsführer, der diese Sagenwanderung begleitet. Ich bin die Hertha Glück, Geschichtenerzählerin, Wanderführerin, Ritualleiterin und führe die Menschen über den Christberg an diesen schönen Platz mit dem Blick hinaus nach Bartholomäberg und zur Zimba, Montafons Matterhorn. Und was ihr hier seht, ist unser Waldbuffet. Und es gibt ein Gesetz. Nach dem 29. September, nach St. Michaelis, sollen alle Tiere, auch Menschen, von der Alpe im Tal sein. Weil dann gehört die Alpe dem Alpvolk, dem Wurtersheer, dem Alpfuchs, der Alpmutter. Und das haben die gewusst. Und am 29. September haben sie das ganze Vieh zusammengetrieben und haben gut aufgepackt auf nicht so noble Rucksäcke, sondern Räf oder Handkarren oder vorne in der Hand. Die Hühner waren schon längst hinabgescheucht, die Kälber auch schon. Und dann begann der Oberhirte. Da fehlt ein Stier. Ohne den Stier gehe ich nicht hinunter.